Züge und Radiotechnik. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier. Wir schreiben den 26. und 27. März 2022. Das Traditionsbahnbetriebswerk Stassfurt lud zum jährlichen Frühlingsfest ein. Zu Gast waren 503501 aus Meiningen, die Glauchau 351097 und die Eisenacher 411144. Am 26. März widmete ich mich den Filmaufnahmen auf der Strecke Stassfurt-Egeln. Dort fuhr 112364 von Lok Ost mit einem kleinen Sonderzug hin und her. Am 27. haben wir dann auch mal das BW besucht und wir sind auch eine kleine Runde mit dem Sonderzug nach Egeln gefahren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen des Videos. Starten tun wir mit dem Sonderzug nach Egeln. Dieser wurde vom Bahnbetriebswerk in den Stassfurter Personenbahnhof hineingedrückt und fuhr danach dann auf die Strecke nach Egeln. Hier drückt der Zug gerade rückwärts in den Bahnhof von Stassfurt rein. Nun starten wir die kleine beschauliche Reise von Stassfurt nach Egeln. Früher ging diese Strecke weiter bis nach Blumberg, aber ein Teil der Strecke wurde leider schon abgebaut. Planmäßigen Personenzugverkehr gibt es dort schon lange nicht mehr. Nur noch gelegentlich fahren einige Loks und Wagen hin und her, da der Bahnhof Egeln zum Beispiel als Abstellplatz für Wagen dient. Die Infrastruktur gehört der Aschersleben Verkehrsgesellschaft. Ihr seht es, mit maximal 40 km/h ging es über die Strecke. Nun erreichen wir Egeln, hier wird natürlich Kopf gemacht und der Zug fährt dann wieder zurück. Ah.
Olaf, kannst du? Dank dem netten Zugpersonal vor Ort gab es spontan noch eine kleine Scheineinfahrt aus Richtung Blumenberg. Danach ging dann die Reise zurück nach Stassfurt. Wir haben nun wieder Stassfurt erreicht und gleich gehen wir auch mal in das Bahnbetriebswerk. Einige Aufnahmen habt ihr schon am Anfang des Videos gesehen. Hier seht ihr 011-02, welche hier nur zwischenabgestellt ist. Im November 2021 kam sie zurück nach Deutschland und soll zukünftig aufgearbeitet werden in der Malowa in Kloster Mansfeld. Der Klassiker im Bahnbetriebswerk von Stassfurt ist der Fotogüterzug, der immer auf den Ablaufberg hinauffährt. Hier seht ihr nun die 41-11-44 vor dem besagten Fotogüterzug. Dazu kommen noch einige weitere Impressionen. Ich bin ja alle darüber gefreut, dass wir die Zender gewechselt haben. Ja.
Da war es dran, Erik. Am späten Nachmittag des 27. März war es dann soweit. Die Loks verabschiedeten sich und machten sich wieder zurück nach Hause. Die langsamste der drei Gastloks führte das Reihing an. 5035-01 verließ als erstes Stassfurt. Sie gehört dem Dampflokwerk Meiningen und fuhr wieder zurück nach Meiningen. Bis Erfurt nutzten alle drei Dampfloks den gleichen Laufweg. Als nächstes wurde die Glauchauer 35-1097 in Position gebracht. Sie fuhr wieder zurück nach Glauchau. Jedoch musste erst noch ein Abellio-Zug abgewartet werden, der sie überholt hat. Und danach fuhr die mittelschnellste Lok zurück nach Hause, die 41-1144 nach Eisenach. Sie überholte die bereitstehende 35-1097.
irgendwann kam dann mal Abellio aus Richtung Güsten und danach könnte die 110 km/h schnelle 35 1097 auch mal nach Hause fahren. Und damit verabschiede ich mich von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Max.